heute gibt es ein neues Video von mir. Und zwar, wie ihr sehen könnt, habe ich die Foundation schon drauf. Ich mache gerade eine First Impression zu der Kat Von D Locket Tattoo Foundation. Also stay tuned und haltet da auch schon danach. Aber wir werden jetzt einfach gleich weitermachen. Und zwar werde ich von Urban Decay den Naked Skin Concealer in der Farbe Fair Neutral verwenden. Ich liebe den, das ist mein absoluter Must-Have-Lieblings-Concealer. Erstens mal hält er bei mir Bombe. Er trocknet nicht unnötig irgendwie meine Augenpartie aus. Was ja, finde ich, bei so High-Coverage-Sachen ziemlich oft der Fall ist. Aber bei dem hier überhaupt nicht. Ich habe mich über jedes Kommentar, was ihr da gelassen habt, bezüglich Videovorschlägen mega gefreut. Weil, wie gesagt, ich bin super kreativer Kopf. Ja, aber irgendwann hat man selber keinen Plan mehr, was man machen will. Und dann macht man irgendwie immer das Gleiche. Ich werde gleich die untere Augenpartie setzen. Und zwar nehme ich dafür mein Laura Mercier Secret Brightening Powder. Ich nehme den Groove Proof Brow Pencil von Benefit in der Nummer 2. Und dann von Benefit nochmal den Gimme Brow in der Nummer 1. Ich habe jetzt das Gefühl, die schauen wieder gleich aus, aber natürlich schauen sie hundertprozentig, wenn ich dann das Video bearbeite, nicht mehr gleich aus, aber we just keep rolling with it. Als Bronzer nehme ich von MAC das Mineralized Skin Finish in Medium Tan. Viele wissen ja, dass ich total gerne einfach dunklere Gesichtspuder als Bronzer verwende, weil ich meiner Meinung nach finde, dass das einfach natürlicher aussieht, wenn das irgendwie Sinn macht. Also wie ihr jetzt halt gerade bemerkt habt, ich habe auch nicht abgepudert, weil ich in letzter Zeit ja gar nicht mehr mein Make-up abpuder. Deswegen, what's the point, dass ich das jetzt mache? Das wäre New Real Life First Impression. Okay, meine Augenbrauen sind wieder nicht gleich, jetzt sehe ich es. Oh, egal. Als Contouring Powder nehme ich von Catrice die Prime & Fine Contouring Palette. 010. Jetzt setze ich einfach jetzt schon meine Nasolabialfalte ab. Was ist das? Was ist das? Nach dieser First Impression werde ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren, das Make-up mit Öl aufzutragen. Mit meinem Permanent Prime Öl. Ich nehme übrigens Mary Luminizer von The Balm als Highlighter. Für alles, auch Nase und so. Weil erstens mal ist es dann ein bisschen more moisturizing, also ein bisschen feuchtiger. Und ich hoffe, dass es sich dadurch nicht so leicht in die Pöltchen setzt. Also ich glaube, ich finde es irgendwie besser, weil wir haben jetzt ja tagsüber. Und ich filme ja normalerweise abends, wenn es schon dunkel ist. Ich glaube, das gefällt mir besser. Auch so vom Licht her. Und als Rouge werde ich Luminoso von Milani nehmen. Wenn mich heute alle wieder im Fitness anschauen und sich denken, das Büble da, das Büble, schminkt ins Fitness die Spindel. Aber ich finde es trotzdem krass, weil es gibt ja wirklich Mädels, also ich gehe ungeschminkt normalerweise ins Fitness, ist mir scheißegal. Wenn sie mich alle anschauen, weil ich ausschaue wie der Grinch. Aber super viele Mädels gehen extra geschminkt ins Fitness und das kann ich nachvollziehen. Ich finde, es gibt eigentlich nichts Ekligeres, als geschminkt ins Fitness zu gehen. Kann ich nicht verstehen, Leute, kann ich nicht verstehen. Also ich würde mich niemals extra fürs Fitnessstudio schminken. What's the point? Kommen wir zu den Augen. Und zwar werde ich da von Clinique den Chubby Stick Shadow Tint for Eyes in der 03 Fuller Fudge verwenden. Wie gesagt, die Produkte, die ich verwende, stehen alle unten in der Infobox. Da können wir dann einfach nachschauen. Ich will jetzt einfach hier oben einmal komplett auf. Und auch noch unten. Und dann werde ich von der BH Cosmetics Carly Bible Palette diesen Ton hier verwenden. Habt ihr eigentlich gesehen, dass sie jetzt eine neue Palette rausbringt? Ich meine, oh mein Gott.
die Lidschatten, die Highlighter. Brauche ich. Brauche ich in meinem Leben. Dann werde ich jetzt meine, wir machen noch ein bisschen Augenbrauen-Highlight. Und zwar nehme ich da den hellen Ton hier aus der Kali Barbie Palette und gebe den jetzt einfach unter meinen Augenbrauen liegen. Dann gebe ich noch mal ein bisschen was von dem rosanen Highlighter in den Innenwinkel, um das Auge ein bisschen zu öffnen. Okay, jetzt aber werde ich meine Wimpern tuschen. Ich werde wieder die Essence All Eyes On Me verwenden und diesmal werde ich aber wirklich die Wimpern von Adele kleben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Wimpern sind dran. Als Lippenstift werde ich von Maybelline den Color Sensational Lip Liner in 132 Sweet Pink verwenden und den Color Sensational Matte Lipstick in der 983 Beige Babe. So, meine Lieben, das ist jetzt der fertige Look. Ich hoffe, er gefällt euch. Wirklich super simpel. Vor allem auch für die Mädels, die nicht viel machen wollen und was sich mal für abends mal aussehen möchten. Weil es ist wirklich eigentlich nur ein dunkler Lidschatten, bisschen verblendet, dann die Lashes. Ja, ich mag ihn total gerne. Wie gesagt, ich bin jetzt mal gespannt wegen der Foundation. Haltet auf jeden Fall Ausschau. Ich denke, sie wird nächste Woche Sonntag wird sie kommen. But I don't know. Also haltet Ausschau auf meinem Instagram, Snapchat oder dann hier auf YouTube. Ich verlinke euch nochmal alle meine Accounts unten in der Infobox. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!